Ich melde mich jetzt gerade zur Online-Klausur an. Ich möchte eigentlich die Klausur jetzt schon schreiben, also ich bin einfach hyped. Hello, ich hoffe, es geht dir gut. Ich muss ja für eines meiner Fächer in meinem Studium in Einführung in Psychologie, hallo, eine Hausarbeit schreiben. Und ich habe die jetzt fertig. Ich zeig dir mal kurz. Also es ist so ein Advanced Workbook. Das heißt, man kriegt 6 Fragen. Und das sind verschiedene Themen, die muss man beantworten. Ah, ich darf gar nicht die Ergebnisse posten. Auf jeden Fall sind 6 Seiten. Es sind einfach nur 6 Seiten und ich möchte das jetzt abgeben. Aber ich traue mich irgendwie nicht, weil ich Angst habe, ich könnte es vielleicht noch verbessern oder so. Muss ich erstmal speichern, exportieren. Ich traue mich nicht, abzugeben. Ich habe es schon seit einem Monat fertig. Wann müsst ihr das spätestens abgeben? Im März. Schau, und da wäre ich dann dran. Ich habe meine erste Prüfungsleistung abgegeben. Sehr gut. Wahrscheinlich mit als Erste. Nee. Doch, safe. So wie ich dich kenne. Ich habe mich aber erst jetzt einen Monat später habe ich die abgegeben. Weil ich dachte, den letzten Monat wäre zu früh. Yay! Ich habe ja gestern mein Workbook abgegeben, also meine Mini-Hausarbeit. Und jetzt lese ich mir gerade die Aufgabenstellung für die Präsentation durch. Ich habe mich damit irgendwie noch gar nicht so angefreundet. Für die Klausur habe ich ja schon Lernkarten, also so Lernkarteikarten erstellt. Die muss ich eigentlich nur auswendig lernen, aber in meinem Leben ist ziemlich viel passiert in den letzten 2 Wochen und deshalb bin ich sehr froh, dass ich die Klausuren flexibel wählen kann, wann ich möchte. Weil das hätte ich nicht hingekriegt, also mein Gehirn war ganz woanders und ich war emotional nicht ganz da. Also ich bin sehr dankbar dafür und jetzt mache ich wie gesagt die Präsentation. Ich bin sehr gut in der Zeit eigentlich. Ja. Das ist ein kleines Update. Ja, und ich habe mir einen Timer gestellt auf 1 Stunde, weil dann habe ich einen Call. Hier, für 1 Stunde. Das machen wir jetzt. Okay, wir lernen jetzt wirklich für die Klausur. Ich möchte die nämlich eigentlich in den nächsten 7 Tagen geschrieben haben. Und zwar gehe ich dafür auf GoodNotes. Und in GoodNotes öffne ich jetzt alle meine 3 Lernzettel für das gesamte Skript. Ist zum Glück ein sehr dünnes Skript, also ich weiß nicht, ich glaube 180 Seiten. Ich bin mir nicht sicher, warte mal. Nee, sogar nur 108 Seiten. Und ich habe zu jeder Lektion halt Lernzettel gemacht gehabt. So, hier sind jetzt alle meine Lernzettel. Jetzt gehe ich jede einzelne Lektion durch und lese mir alles nochmal durch. Und tue es, als würde ich jemanden vortragen, weil ich gerade alleine bin. Und danach nehme ich mir meine Lernkarten, meine Karteikarten, die ich mit GoodNotes gemacht habe. Ich glaube, nächstes Mal mache ich das mit einer anderen App, weil das ist nicht so gut. Und dann lerne ich die damit. So 324 Stück. Okay, ein kleines Update. Ich habe jetzt die ersten 3... Lektionen durch. Es sind jeweils so 10 bis 13 Seiten. Ich habe die mir einfach die ganze Zeit laut vorgelesen, als würde ich die jemandem erklären. Wenn ich es nicht verstanden habe, habe ich es nochmal erklärt und nochmal. Und ich habe mir hier auf die Rückseite von den Kniffelzetten so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich wiederholen muss, die ich mir einfach besser merken kann, wenn ich die ein paar Mal wiederhole. Ja, und jetzt bin ich seit 2 Stunden dabei. Ich möchte jetzt eigentlich noch Lektion 4 machen, aber weil das eine ziemlich schwere Lektion ist, meiner Meinung nach, oder eine, die ich mir einfach nicht einprägen kann, weil ich mir die auch noch nie angeguckt habe. Ich informiere mich jetzt ein bisschen darüber, wie ich mich zur Prüfung anmelde. Wir müssen nämlich vorher auch so eine Probeklausur machen und ja. Okay, ich mache jetzt gerade eine Probeklausur. Es gibt 2 verschiedene Arten. Einmal mit einem Proctoring, also mit so einem Typ, der aufpasst, oder einer Frau. Und einmal ohne. Und ich mache jetzt einmal die ohne. Also wie man sieht, da geht es nur darum, ob es technisch funktioniert. Das hat nichts mit meinem Dings zu tun. Ich klicke jetzt mal einfach irgendwas an. Okay, ich melde mich gerade zur Klausur an. Es ist irgendwie ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Also ich dachte, man drückt auf Starten, dann macht man die Klausur. Aber ich muss gerade ein Profil auf diesem Überwachungssystem, auf diesem Proctoring-System machen, also erstellen. Da muss ich dann meine ID zeigen. Das ist alles hier auf Englisch. Normalerweise ist mein Studium auf Deutsch, aber ich muss halt meinen Perso zeigen und dann muss ich ausmachen, wann ich die Klausur schreiben will. Ich könnte die jetzt auch direkt schreiben, aber ich habe ja immer noch nicht die 4. Lektion angeguckt und ich wollte noch 3 so Musterklausuren mir vorher angucken. Ja, ich glaube eigentlich, dass ich das Thema richtig gut kann und ich bin gerade ein bisschen so... Ich bin gerade der Meinung, dass ich die jetzt schreiben könnte und gut abliefern könnte. So ein bisschen überheblich. So übermotiviert. Die Klausur geht ja auch 90 Minuten, deshalb...
Mal gucken, ich melde mich auf jeden Fall jetzt erstmal an und dann mache ich diese Probeklausur mit dem System, um zu gucken, ob das alles klappt. Da muss man nämlich mit dem Laptop seinen Raum filmen und so weiter und dann muss ich mit meinem Handy in ein Zoom-Meeting reingehen und mit dem Laptop auch und dann wird die Person halt alles sehen und kann mich aus mehreren Perspektiven überwachen. Mal gucken. Okay, und hier muss ich mir jetzt aussuchen, wann ich das machen will. Ich könnte es jetzt, wie gesagt, auch direkt machen, aber ich möchte das lieber morgen machen und mich dann noch richtig darauf vorbereiten. Ich weiß es nicht, ob ich schwummen. Ich schreibe morgen um 11 meine Klausur. Ich weiß nicht, ob das dumm war, weil ich kann es nicht mehr stornieren. Ich mach das, ich ziehe das durch, ich lerne jetzt noch ein bisschen und dann bin ich morgen ready. Und dann kann ich morgen vom Examen nochmal alles angucken. Ich weiß nicht, ob das clever war. Egal, dann ist es endlich hinter mir und dann habe ich es abgeschlossen. Ich weiß nicht, meint jemand das richtig? Okay, ich mache jetzt eine Musterklausur. Ich habe mir ja gesagt, wie gesagt, 3 runtergeladen. Welche kulturellen Unterschiede zeigen sich in Bezug auf Deutschland? Boah, keine Ahnung. Das ist eine dumme Frage. Ah, okay, jetzt kommen auch so Fragen, wo man aufschreiben muss. Eben war es eine Multiple Choice. Das ist schwierig. Na, doch nicht. Oh, okay, doch schwierig. Ja, erste Frage habe ich richtig. Richtig. Okay, wir machen jetzt die zweite Klausur. Ich bin gerade auf einem Run. Okay, Frage 1 von 10. Aber als ob es nur 10 Fragen sind. Wie lange habe ich gebraucht? 8 Minuten? Ich dachte, ich brauche 90 Minuten. Ach du Kacke. Gut, nächste Klausur. Ah, okay, 10 habe ich falsch. Habe ich falsch verstanden. Ja, gut. War aber eigentlich ganz easy. Ich habe jetzt voll Lust, die Klausur einfach jetzt zu schreiben. Ich sitze jetzt in dem Zimmer meines Bruders und ich melde mich jetzt gerade zur Online-Klausur an. Ich möchte eigentlich die Klausur jetzt schon schreiben, also ich bin einfach hyped. Ja, und guten Morgen. Guten Morgen, Matti. Es ist jetzt 9.15 Uhr und ich schreibe in 2 Stunden meine Klausur. Ich bin nicht unbedingt aufgeregt, aber ich bin, oder nervös, aber ich bin so ein bisschen hibbelig. Ich gehe jetzt nochmal meine Lernblätter durch, meine Notizen. Ich habe gestern Abend auf der Couch noch so ein bisschen meine Karteikarten angeguckt. Aber Karteikarten helfen mir erst dann was, wenn ich das Thema zu 100% drauf habe. Also sie sind eigentlich nur so ein Check, ob ich es kann. Weil wenn ich nur mit Karteikarten lerne, komme ich sehr durcheinander. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, ob Karteikarten die richtige Lernmethode für mich sind, weil es mir viele empfohlen haben, auch mit der App Anki. Aber es ist nicht so meins, also ich lerne am besten mit Lernzetteln. Ich fühle mich halt eigentlich voll gut, weil ich so viele Probeklausuren gestern, okay, 3 Stück, aber so viele gemacht habe und die ganz gut liefen. Aber vielleicht unterschätze ich es jetzt auch voll, weil ich weiß nicht, irgendwie denke ich halt, dass Uniklausuren so ultra schwer sind. So wurde mir das zumindest mal so gesagt. Vielleicht liegt es auch im ersten Semester, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, dann lernen wir jetzt. Die Maus. Okay. Ich muss es laut vorlesen, das kann ich nicht lernen. Guckt, wie sich die Stärke der Gemütsbewegung eines Menschen unterscheiden und wie schnell sie sich verändern. Auf einem Kretschmer eine große Rolle gespielt hat, der Gegner dafür auf das Training. In der Viertelstunde geht's los und ich bereite gerade alles vor. Ich habe jetzt schon meinen Arbeitsplatz aufgeräumt. Ich wollte es eigentlich am Schreibtisch in dem Zimmer meines Papas machen. Mein Zimmer ist halt unordentlich und ich muss mein ganzes Zimmer zeigen, aber... Passiert dem Besten. Ja, ich melde mich auf jeden Fall jetzt erstmal an. Ich bin übel aufgeregt gerade. Also nicht aufgeregt, ich freue mich einfach so, dass ich das jetzt gleich hinter mir habe. Ich muss jetzt gleich mein Handy aufstellen. Das wird nämlich die zweite Kamera sozusagen. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich finde, es war genauso vom Abi. Da war ich auch so, aber irgendwie ist es ein schönes Gefühl. Ich darf mich in 3 Minuten offiziell einloggen und dann wird man 15 Minuten drauf vorbereitet. Also so. Okay, ich gehe, glaube ich, erst aufs Klo, bevor ich gleich nicht auf. Okay, ich darf jetzt rein, Ich weiß nicht, ich habe Angst. Okay, wünsch mir Glück. Ich hab's geschafft, meine erste Klausur. Ich hab's geschafft. Ich habe so 20 bis 25 Minuten gebraucht, was ich nicht erwartet habe. Ich dachte halt wirklich, ich brauche 90 Minuten. Es waren 20 Fragen anstatt 10 bei den Probeklausuren. Manche Fragen waren richtig schwer und manche waren so einfach. Also da war
Das war's. Also war Multiple Choice und dann so 8 Fragen, die man selber schreiben musste. Ja, ich bin gespannt. Ja, aber war gut, glaube ich. Und ich bin so froh, es ist endlich fertig. Ich glaube, ich habe eigentlich viel zu viel gelernt, weil ich wusste alles ganz gut. Und letztendlich, egal wie man lernt, es sind halt Transferaufgaben. Und manche Fragen waren so gestellt, dass man erst so drüber nachdenken muss und sich richtig mit dem Thema auseinandersetzen muss. Aber ich liebe das Thema und es ist so ein Grundbaustein fürs Studium generell. Ja, jetzt muss ich noch die Präsentationen machen, abgeben. Und dann bin ich fertig mit den ersten 3 Kursen. Yes. Und ich denke, ich lade mir schon mal die Skripte runter für die nächsten Kurse. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Ich kann es gar nicht glauben. Weil ich habe gestern angefangen zu lernen. Also nicht angefangen. Ich muss dazu sagen, ich habe ja die Lernblätter immer direkt vor den Vorlesungen gemacht, weil wir kriegen das Skript halt von Anfang an und wir können das immer so machen, wie wir wollen. Also wir müssen nicht Vorlesung nacharbeiten, sondern vorarbeiten. Und ich habe halt alle Lektionen immer schon zusammengefasst vor den Vorlesungen. Das war das Beste, was ich machen könnte, weil das waren einfach meine Lernblätter. Also musste ich die eigentlich nur noch durchgehen. Die Karteikarten waren Schmutz. Das war unnötige Zeitverschwendung. Ich habe so viel Zeit da rein investiert und ich habe damit gar nicht gelernt. Bin happy. Ich sitze gerade an meiner Präsentation, beziehungsweise kann ich mal zeigen, was ich überhaupt mache. Ich bearbeite meine Präsentation nämlich nicht auf PowerPoint, wie wir eigentlich sollen, sondern auf Canva, weil das da so richtig schöne Vorlagen gibt. Hello, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hatte gerade eine Vorlesung. Ich bin jetzt schon im zweiten Quartal, also in der zweiten Hälfte meines Semesters und ich habe 3 neue Kurse. Ich habe allgemeine Psychologie, was ich gerade hatte. Da geht es um Lernen, Emotionen, Motivation und Aufmerksamkeit. Und ich habe empirische Psychologie, da geht es um die ganzen Forschungsmethoden, das ganze Wissenschaftliche. Und Statistik, das habe ich jetzt das erste Mal diese Woche. Ich tue mir bei dem Fach, tut mir echt schwer. Also ich finde allgemeine Psychologie an sich spannend. Aber wir müssen halt jedes Mal so vor jeder Vorlesung die Lektion vorbereiten, also das Kapitel. Und hier sind so 45 Seiten jedes Mal. Und irgendwie fällt mir das ziemlich schwer. Weil ich kann dir mal eine Sache zeigen, die ich zum Beispiel nicht so gut verstehe. Zum Beispiel das hier. Hier geht es um die Balance-Instrumentalitäts-Erwartungstheorie. Weiß nicht, verstehe ich nicht so richtig. Ich habe auch heute nachgefragt und wurde es mir erklärt, aber ich finde, solche Sachen sind halt voll schwierig. Und wenn man die dann nicht versteht, dann sitzt man so 20 Minuten an einer Seite. Man kann so dir ausrechnen, wie lange sowas dauert. Ich wollte noch mal zeigen, so, weil ich voll begeistert bei den ersten 3 Kursen war und ich wollte jetzt mal zeigen, so, hey, ich struggle auch mit den Kursen. Und ich glaube, die Klausur hierfür und für empirische wird ultra schwer. Statistik hoffentlich nicht, aber mal gucken. Ich glaube, es wird richtig schwer. Und ich mache auch keine Zusammenfassung, weil die Seiten halt wirklich so viel sind. Sondern schreibe mir das immer, warte, ich zeig dir das mal. Also ich fasse mir hier immer an der Seite zusammen, was in einem Abschnitt steht, damit ich es nicht nochmal komplett lesen muss. Oder ich mache mir hier so richtige Zusammenfassungen und lerne dann wahrscheinlich nur die, damit ich nicht nochmal, wie gesagt, alles lesen muss. Ja, so gehe ich durch mein Skript. Ich mache das alles auf GoodNotes und es klappt sehr, sehr gut. Das ist meine eigene Schriftart. Ich verlinke die in meiner Infobox. Und ja, so sieht das dann halt aus. Und so geht das relativ schnell. Ich glaube, wenn ich jetzt jedes Mal Lernblätter machen würde, würde ich ewig an der Uni sitzen. Und ich weiß gar nicht, ob das so effizient oder effektiv, was auch immer wäre. Das ist mein aktueller Stand mit Uni. Und ich habe das Experiment und die Präsentation immer noch nicht gemacht, weil ich halt ein Experiment mit einem Kind dafür durchführen muss. Und tatsächlich habe ich kein Kind hier in der Nähe und ich müsste wahrscheinlich irgendwie zum Kindergarten gehen oder so. Und dann muss man sich Papiere von den Eltern holen, dass die einverstanden damit sind. Dann muss ich so einen Versuchsplan machen und irgendwie hatte ich noch keine Lust drauf. Obwohl wirklich bei mir sind 2 Kindergärten in der Nähe, 3 Kindergärten in der Nähe wirklich so innerhalb meines Wohngebiets. Also wirklich so. So sieht mein Schreibtisch gerade aus, woran ich arbeite. Ich bin jetzt auch fertig. Ich muss noch Statistik vorbereiten für diese Woche. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr und ich habe meinen Tag und. Okay, ich habe jetzt gerade weiter an meiner Präsentation gearbeitet, weil ich die jetzt doch demnächst eigentlich fertig kriegen möchte, bevor ich irgendwie Klausuren für die nächsten schreibe. Und ich habe jetzt meine ganzen Informationen fertig. Ich habe auch meine Präsentation schon so ungefähr halb fertig. Ich bin mir unsicher, inwiefern ich die zeigen darf. Aber ich kann einfach mal meine Uni fragen und dann zeige ich sie halt oder eben nicht. Also das hier ist meine erste Slide. Ich habe übrigens die Vorlage von Canva. Ja, ich glaube, es heißt Canva. Es ist so eine App, ich glaube, ich habe die schon mal gezeigt.
Die kann man auch im Internet einfach, also kann man sich kostenlos anmelden und dann kriegt man ganz, ganz, ganz viele Vorlagen für Präsentationen. Finde ich super und benutze ich lieber als PowerPoint, um ehrlich zu sein. Ja, ich meine, sieht einfach schön aus. Ich weiß nicht, wie wissenschaftlich das ist, aber da stand nichts dazu. Ich hoffe, es ist einfach eine Person, die sowas wertschätzt. Ja, wir sollen zu diesem Satz Stellung nehmen. Deshalb habe ich das als erstes mal hingeschrieben. Dann habe ich so ein Inhaltsverzeichnis gemacht, was Selbstkontrolle ist. Also das erkläre ich dann. Ich finde es schwierig, wenn dann so viel Text steht. Hier ist dann so eine Entwicklung. Da fehlt auch noch was. Dann erkläre ich das Experiment, was ich durchziehen muss. Hier sind dann so ein paar Befunde. Und hier kommt das Literaturverzeichnis. Hier fehlen noch zwei Folien. Weil ich habe zum Beispiel eine Kritik an das Experiment, weil ich das nicht so passend finde. Ja, ich bräuchte jetzt Karteikarten und dann würde ich mir jetzt erstmal das aufschreiben, was ich sage. Dann würde ich gucken, wie lange das braucht. Und als nächsten Schritt mache ich dann die PowerPoint oder Canva-Präsentation fertig. Und ja, das ist so der Plan für meine Präsentation. Ich muss noch ein Experiment mit dem Kind machen. Ich weiß halt wirklich noch nicht, woher ich das Kind kriege, weil das muss ich machen und dann kann ich natürlich erst die Präsentation machen. Ja, ich würde das eigentlich gerne in den nächsten 2 Wochen fertig haben, weil danach bin ich fast gar nicht mehr zu Hause bis Mai. Ich habe mir Karteikarten jetzt einfach selber gebastelt, also ich habe einfach so altes Papier, was mir Mama gegeben hat, genommen und so etwas draufgeklebt. So die dick und super. Ich saß sogar einfach so 2 Stunden, hab's nicht gemerkt. Ja. Okay, ich habe jetzt meine Präsentation komplett fertig. Ich habe die jetzt in so einen Modus gemacht und ich übe die jetzt noch 1-2 Mal und dann möchte ich die eigentlich schon vorstellen. Ich habe noch ein paar Folien ergänzt und ich bin super happy mit dem Ergebnis. Sieht voll schön aus. Ja. Ich bin richtig, richtig happy damit. Ich möchte heute gerne zu dem Thema Selbstkontrolle und dem dazu berühmten Marshmallow-Experiment einiges. Nein, das kann ich nicht sagen. Okay, ich mach nochmal. Viele verschiedene Sichtweisen, wie zum Beispiel die lerntheoretische oder die neurowissenschaftliche, die Handlungskontrolle, Selbstregulation, Willenskraft etc. oft als Synonym für oder in Verbindung mit Selbstkontrolle gewählt. Oh mein Gott, ich habe gerade die Präsentation gehalten. Das war nicht gut. Oh, ich bin richtig warm. Ich habe am Ende voll gestottert. Ich bin sehr froh, dass ich es jetzt fertig habe. Ich habe gestern oder vorgestern so aus Langeweile oder weil ich es fertig kriegen wollte, die Präsentation weitergemacht und jetzt habe ich es geschafft und ich bin einfach sehr froh, weil ich mich jetzt mehr auf meine neuen 3 Kurse fokussieren kann. Ja, und dann habe ich das erste Quartal komplett abgeschlossen, wenn das hier jetzt geht. Sehr, sehr nice. Oh, auch wenn jetzt voll Kopfschmerzen habe und das echt nicht so gut lief. Also, ich glaube, man kann das sogar mehrmals aufnehmen. Aber egal. Ich bin fertig.